Welcome back to another German food review, and it's Subway time. Yeah, a Subway menu, and I think there went something wrong, but let's check it out. Here's the bill. I had to ask three times. Yeah, it's the price for a sub of the day, but actually I ordered a spicy Italian, not a sub of the day, but they changed between the order and then, yeah, let's see if this is the correct sub here. Okay, what else is in here? Straws, but I took them. And a cookie. And two napkins. Okay. Yeah. Let's check out the sub first. And yeah, a drink, of course, but the only calorie reduced drink they sell is Coca-Cola Zero and water, of course, but yeah, water, no. And this here is Coca-Cola Zero. Okay, let's check out the sub. It's not cut. Yeah, usually they cut it in the middle, but I don't want that. Oh, that's huge. Okay, let's take a look here. Where's the meat? And yeah, it is this spicy. Oh, you can't see it. It's too big. It is spicy Italian. There are two different salamis on it, I think. Yes, you can see it here. And they just paid €6.50. Just, yeah. The normal price would be €8.20 or so. Subway is quite expensive, too expensive for me. Yeah, I could buy two döner for this one price. Yeah, okay, let's start here with the straw. Okay, not bendable. And let's try the Coca-Cola Zero. It's not the best on earth. Okay, let's go to this nice sub here. It's an Italian bread. Yeah, the salad is complete, I think. Everything is on here. Olives, pickles, cucumber, tomato slices, lettuce, shredded lettuce, jalapenos. What else? I guess there's more. And then two different types of salami, I think one hot one and a normal one, and yeah, of course onions. And I'm very hungry right here. But yeah, take a look at this huge. Okay, let's try this. Okay. And now I know why they cut this. Yeah, this is really large here. It's too large to eat. Tastes quite good. Salami is good. And there's cheese on it, cheddar cheese. Yeah. Oh, I like this. This bread here is good. This Italian bread. Olives. Let me try the olives alone, too. Yeah, everything is very fresh here. That's the good thing. Tastes quite good. It's not dripping. Ah, the sauce is Asiago sauce or so. It's a garlic cheese sauce. Nice. Right here. Okay, let me check. You can see the calories. Salami and pepperoni salami. Okay, 412 for half. Oh, yeah, this is insane. And this is without cheese and without sauce. Okay, that is very high.
So I guess it's over, it's, yeah, 900 or so. Yeah, I like it. The sauce is nice. It's a little bit sour. Tastes like pepperoni and salami. Salami pepperoni. Oh, no, pepperoni salami. And yeah, this stuff here is always the same, but it is good. Yep. Coca-Cola Zero is not that good. Okay. What's this? Jalapenos. They're hot. Nice. Hot and sour. Okay, one more bite. Right here. Okay, and now the cookie. Yeah, and I've made a mistake in the last video or videos, I don't know. I showed you the calories for 100 grams. Yeah, look at this here. They say Portionsgröße means basically a portion size or so. There's 100, so I thought one cookie is 100 grams, but it isn't. It's just 45 grams, so you have to divide this calorie number by two, approximately by two, yeah. So this is not 433, it's just, yeah, let's say 200 calories. Okay, and yeah, Eric pointed it out from he's from the US, I think. Yeah, or yeah, in Germany you would say Eric, but I think it's Eric. And this here is a raspberry cheesecake cookie, and it smells like raspberry, nice, but cheesecake, I don't know what they mean with cheesecake. Let's try it. It looks good. Nice color. Is this here a nut? No. It's something different. It's sweet. It's just a cheesecake. I don't know. Yeah, it tastes good. Sweet raspberry. And that's it. And this nice cookie dough here. This is good. Very confusing film, isn't it? Okay, but yeah, 6 euro and 50, so I saved 1 euro and 70, but I got a smaller drink, but it doesn't matter. Yeah, Coca-Cola is not that great. No. Okay, our rating for this one sums up. It's a good sub, it's a good cookie, it's a bad drink. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So it gibt's hier etwas von Subway. Und zwar habe ich bestellt ein Spicy Italian, ein ganzes, ohne dass sie es in der Mitte durchschneiden. Ja, ich weiß schon, warum die das in der Mitte durchschneiden, weil man so ist es sehr schwierig zu essen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und es sieht einfach cooler aus. Ja, und so sieht es hier aus. Es sind zwei verschiedene Salamisorten drauf, einmal Salami und einmal Pepperoni Salami.
Und das Beste darin, die haben während der Bestellung gewechselt. Und der Typ hatte dann einfach gedacht, das ist ein Salami. Weil heute Dienstag ist, das Sub des Tages ist Salami. Und so habe ich nur 6,50 bezahlt. Ja, nur. Das klingt, ist ein bisschen hart dafür. Normaler Preis wäre 8,20 Euro oder so gewesen mit einem größeren Getränk, aber das spielt hier keine Rolle. Es ist 0,4, ist das hier irgendwo steht, der ist bestimmt. Man hätte 0,5er bekommen, aber da ist sowieso was Coca-Cola drin. Das schmeckt nicht. Ja, also habe ich 1,70 Euro quasi gespart. Sehr gut. Okay, dann wollen wir es mal angucken. Jetzt mit dem Italian Brot, das finde ich sieht ganz gut aus und schmeckt auch gut. Ja, ist wie Weißbrot. Komplette Füllung an Salat, was alles hier so, Gurke, Gewürzgurke, Zwiebeln, Oliven, Jalapeno, Tomaten, geschredderter Salat, als Käse ist Asiago, so, als Käse, ja Käse ist auch noch drauf, Cheddar-Käse und als Soße ist es Asiago-Soße oder so ähnlich heißt die, das ist eine Knoblauch-Käsesoße und die passt hier sehr gut zu, schmeckt man kaum, denke ich, aber ja, es passt einfach. Guck dir schön die Salami an, wenn ich mal reinbeißen, genau hier. Die Salami schmeckt schön nach Salami. Schön stark, schmeckt man noch raus, ja, das ist gut. Oliven sind auch noch drauf. Ja, das Einzige, was mir so nicht richtig gefällt, so entweder man nimmt einen Cookie oder Chips, aber was will man denn mit Chips? Ja, die sollten noch irgendeine dritte Variante oder so machen. Irgendeinen Pommesersatz oder so. Man tropft heute nicht richtig, das ist gut. Oh, eine Gewürzgurke. Was haben wir hier? Ja, der Käse ist ein bisschen nutzlos. Wenn ihr auf Kalorien achten wollt und euch einen Veggie Delight kauft oder so, dann solltet ihr keinen Käse nehmen. Schmeckt man sowieso nicht raus. Aber den hättet ihr wahrscheinlich sowieso nicht genommen. Ja. Ansonsten gefällt mir das Sub hier schon, aber es muss halt mit dem Döner konkurrieren. Der normale Preis wäre für dieses Menü gewesen 8,20 Euro. Dafür kriegt man zwei Döner. Oder zwei, ja, mehr als zwei. Oder zwei Döner und was zu trinken. Ja, das geht auch. Und dagegen hat das hier keine Chance. Aber es schmeckt trotzdem gut. Ja, Coca-Cola Zero. Zero. Keine Kalorien. Der Schweinehund und Rupert Ranzig. Ja, darauf achte ich. Der Rest spielt keine Rolle, aber darauf achte ich. Aber das schmeckt hier nicht. Geht so. Geht schlechter. Aber auch definitiv besser. Und dann gibt es noch einen Cookie. Ach ja, Kalorien für das Ding sind hier ungefähr 900 oder noch mehr. Alleine ein halbes. Ohne Käse, ohne Soße hat schon 411 mal 2 plus Käse und Soße, ja über 900. Und hier, da habe ich einen Fehler gemacht in den letzten Videos, aber jemand aus den USA hat es rausgefunden. Und zwar habe ich mal gedacht, oder eigentlich ist diese App hier schuld, dass es 100 Gramm sind, sind es aber nicht. Sondern hier steht Portionsgröße, ja das ist total falsch. Das ist ja keine Portionsgröße, das sind nur 45 Gramm, habe ich nachgeguckt. Aber hier steht halt 100.
Deshalb habe ich die Kalorien gesagt, die hier drin sind. Aber die müsst ihr dann ungefähr durch 2 teilen oder ein bisschen mehr, 2,2 oder so. Also der Cookie hier, Raspberry Cheesecake, ungefähr 200 Kalorien. Ja. Mhm. Sieht schön aus. Eine schöne Farbe und schmeckt nach Raspberry. Und das hier ist wahrscheinlich der Käsekuchen. Cheesecake, weiß ich nicht, wisst ihr das? Aber es schmeckt, ja, nach Raspberry. Aber ist gut hier. Schmeckt lecker. Das schmeckt aber nicht so gut. Ja, hier könnt ihr schon mal den Preis angucken. Sehr komischer Kassenzettel. Halb Englisch, halb Deutsch. Irgendwie alles durcheinander und so. Aber ja. Subwayberlin.com. Aha. Alles klar. Ja, dieses Sub bekommt aber als Rating trotzdem Daumen nach oben. Ist teuer, schmeckt aber gut. Der Cookie, der kostet einzeln nur 79 Cent. So, ja, wenn ihr kein Getränk braucht, könnt ihr euch auch einfach einen einzeln kaufen. Der bekommt auch einen Daumen nach oben, der ist lecker. Und Coca-Cola Zero bekommt halt nur 90%. Die schmeckt nicht so gut. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.